willkommen zu einem neuen Video von der Firma Hot Wheels. Heute geht es um diesen Crafter, wo wir Hinterachsbremse machen. Nicht. Natürlich nicht. Es geht um diesen RS3 von Mark Mountain. Moin, hallo. Und moin. Alle ja. Experten an Bord. Genau, wir haben heute die Ehre gehabt, dass Bjarne das anmoderiert hat. Bjarne ist tatsächlich bei, macht bei dem Crafter eine Bremse. Wie gesagt, das brauchen wir heute aber nicht zeigen. Wieso nicht? Wenn das interessant ist, kann man das gerne mal in die Kommentare machen, wenn ihr sowas mal sehen wollt. Vielleicht nicht über Crafter, auch um anderen Auto, wie auch immer. Aber eigentlich geht es tatsächlich wirklich um den RS3 von Nomi, der heute auch wieder hinter der Kamera steht. Moin. Kennt ihr sicherlich aus dem ersten RS3-Video und der Typ aus dem zweiten RS3-Video steht da. Moin. Ja, zurück von der Late Night, alles wieder beim alten, in Anführungsstrichen, kommen wir wieder auf unsere Projekte zurück. Nomi will ja gerne ein bisschen mehr Leistung haben und Nomi würde auch gerne ein bisschen mehr Ladeluftkühlung generieren. Und dazu haben wir hier ein bisschen was hingestellt, was Nomi sich so in der letzten Zeit zusammengekauft hat. Wir hatten heute die Ehre, dass Bjarne unser Video anmoderiert hat und eigentlich die Bremse vorgestellt hat. Darum geht es heute natürlich nicht. Wenn ihr das gerne wollt, haut es mal in die Kommentare, dann machen wir sowas auch mal, so ein rein technisches, klassisches Video, Bremse, Räder, Reifen, Zahnriemen, was weiß ich. Aber eigentlich geht es heute um Nomi sein Auto. Moin. Kennt ihr aus dem ersten RS3 Video, das ist dieser RS3 hier und der Kameramann heute ist der, der den anderen RS3 fährt, hieß es heute in der Kamera. wir haben mal gesagt, heute haben wir die geballte Power von beiden RS3 Fahrern hier. Und hoffen, dass wir euch so viel Technik rüberbringen können, was das so angeht, die 15er Technik aus den heutigen RS3 Fahrzeugen. Und ja, nur mal auf den Motor eingegangen, was ist bis heute Stand der Dinge, was der Motor kann oder hat? Also laut Software hat er 448 PS und was du leider im ersten Video nicht richtig gesagt hast, der ist aber auch auf Kotzgrenze abgestimmt, der hat 686 Newtonmeter. Mehr geht wohl auch nicht als Serie, also das ist auch kurz auseinanderfallen fast, oder kurz davor. Das war aber auch klar, weil der Motor eh gemacht werden soll, da wird alles gemacht, also Kolbenpleule, Zylinderkopf, ich werde alles bei dem Motor neu machen, Ölpumpe, Wasserpumpe, alle Riemen, alles kommt einmal neu. Weil er auch schon ein bisschen was auf der Uhr hat, im Gegensatz zu Thies, ich glaube doppelt so viel, ja, was hat deine Uhr? 70. Ja, guck mal, meine hat 155, das ist schon ein Unterschied. Ja, also wie gesagt, das ist eigentlich im Endeffekt ein Neuaufbau. Den werden wir in dem Fall, das sagte ich bereits auch im ersten Video schon, nicht komplett selber machen. Das wird viel der Nils Passinger und Ole Ebner in Hamburg begleiten. Einfach eigentlich aus dem Grunde, dass wir auch mal gesagt haben, wir testen nicht am Kunden. Das, ja, wie gesagt, dafür müsste man einen eigenen nehmen. Wir haben ja das Glück, dass Thies auch einfährt und Thies auch bereit ist, was zu machen. Darüber wird es mal was geben. Auch gar nicht in allzu ferner Zukunft, also es könnte relativ zügig sein. Das könnte auch vielleicht seine Zukunft sein. Das könnte es auch sein, also wir hatten gerade schon ein bisschen gewesen. Da sind wir auch schon bei einem guten Punkt. Wie gesagt, ich habe das nur aufgeschnappt, das ist ein Iros-Kit. Was genau und wie inwiefern, deswegen steht Nomi auch direkt daneben. Heute übrigens auch, wie gesagt, eigentlich glaube ich zum ersten Mal direkt vor der Kamera. Ja, denke ich. Hinter der so mein Ding. Late Night war eher die Stimme hinter der Kamera zumindest, was ja auch sehr geil war. Also viele Sachen eingefangen. Wie gesagt, heute haben wir das Mikrofon von Dom auch drauf, was wir gestern in unserem Live-Video auch erwähnt haben, dass das doof war. So, wir lernen aber auch dazu. Dieses Kit hier. Hier oben ist schon mal ein Ladeluftkühler, Wagner Evo 3. Den Evo 2, den hatte Nomi vorher drin. Den hat Thies jetzt bei seinem RS3 drin. Ja, genau. Evo 3, sag mal was dazu. Ist der viel größer? Nee. Ist das männlicher? Sehr, also ich muss ganz klar sagen, ich war eigentlich eher enttäuscht sogar. Thies und ich hatten auch schon gerade drüber gesprochen, wenn man das von der Seite sieht, ist ja der Evo 3 hat eigentlich nur diese 10 cm Erhöhung und einmal durchgehen. Also viel größer ist der nun nicht. Ist der, ich bin da fast Laie dran. Ist der normal Evo 2 bis hier? Oder? Nee, bis hier an die Kante. Also du siehst quasi das, was dahinter, genau. Was er jetzt dicker ist, ist der Evo 2. Genau. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen, ja, ist klar. Der Evo 3 ist eigentlich nur das höher, was man hier richtig in der Breite und in der Höhe sieht. So viel denn sah er übersteht. Viel massiver aus. Ja, echt. Das stimmt, ja. Dieser Wagner Ladeluftkühler kennen, denke ich mal, ganz, ganz viele. Ist eine bekannte Marke in der Szene so und eigentlich auch sehr, sehr gut. Ich glaube, da gibt es nicht viel, was man in Deutschland streitet sich auf die Gasse drüber. Haben wir auf Lettner auch gehabt. Der eine so, der andere so. Ich sag mal, in der Praxis ist es aber eher so, dass sie liefern.
Die funktionieren. So, Plug and Play. Genau. Das Krasse ist wirklich Plug and Play. Das heißt, diese Traverse hier, das machen wir auch gleich mal. Vielleicht machen wir da einen Zeitraffer zu. Ich habe es endlich hingekriegt, sonst sage ich immer Slow-Mo. Machen wir da einen Zeitraffer zu, wie wir das Ding anbauen. Dazu stellen wir die Kamera auf ein Stativ und dann wird das mal schnell gehen. Ich finde das immer ganz witzig, haben wir noch nie gemacht. Gut, Ladeluftkühler Evo 3. Richtig. Was das an Kühlleistung bringt, haben wir einen Vergleich zu vorher, was er vorher an Ansaugtemperatur hatte? Also der hatte eine Ansaugtemperatur, ich kann nur das, die Netzgröße sagen, von 13.000 Kubikzentimeter auf 17.000. Okay, gut. Also Nomi. Jetzt haben wir da einen Bildschirm P im Gesicht. Also wir haben auch zwei der Anreize gekriegt, dass wir unsere Videos, weil wir so leichtfertig immer über Ladedrücke reden oder jetzt im Janesan-Video war das... Ja, Haldex-Steuerung, Tacken, bla bla bla. Wir sagen das so einfach, weil es für uns so normal ist, mehr oder weniger. Wir versuchen jetzt ein bisschen mehr darauf einzugehen. Gut, Ladeluftkühler ist einfach größer, er hat, nimmt mehr Volumen auf, mehr Masse auf, natürlich dadurch auch mehr Kühlleistung. Vielleicht können wir das mal in so einem Fahrvideo machen, wenn die Autos so fertig sind, mal vergleichen zu Evo 1 zu Evo 2. Weil ich sag mal, ob das jetzt so ein Iris-Kit oder ein GTX-Kit ist, ist eigentlich, glaube ich, Banane. Ja, das müsste Problem ist bei denen, auch bei Wagner, sagen viele, dass irgendwann der Gegendruck bei 700, 750 beim Evo 3 schon hoch ist. Gut. Was aber, glaube ich, das gleiche wie beim Evo 2 ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ja. Also selber auch keine Erfahrung damit. Was ich jetzt aus Erfahrung sagen kann, ich habe jetzt bei mir ja von Serie umgebaut auf Evo 2. Ja. Und der Unterschied ist heftig, wenn du zum Beispiel Autobahn fährst und zwei, drei Mal einen Gang durchfährst bis Ende und dann merkst du von 2 auf 3 richtig einen Unterschied, dass der kühler ist. Genau, da richtig Leistung gezogen. Ja. Und das ist jetzt schon heftiger. Ich weiß jetzt nicht, ob das so immens ist mit Serienreihen und so, ja, mit dem von 2 auf 3, ob man das muss. Aber das ist ja quasi jetzt nur eine Vorbereitung, weil Marco ja sowieso dieses Kit hier einbauen möchte. Was man, oder Tees. Oder ich. Was man da dazu sagen kann, um das vielleicht technisch einmal einzufangen, für die Leute, die das nicht wissen, was es bringt, eine kältere Ladeluft zu bekommen. Es geht einfach darum, wenn umso wärmer diese Ansaugluft ist, die der Motor bekommt, umso weniger, das kennt man aus der Physik eigentlich aus der Schule, umso weniger Sauerstoff ist da drin enthalten, umso höher im Endeffekt kommt die Abgastemperatur, umso höher sind die Ansauglufttemperaturen. Du hast in so einem Motor, hat man immer Sensoren, die so eine Ansauglufttemperatur auch aufnehmen. So, und um dem Motor nicht zu schaden, damit er in der Verbrennungstemperatur nicht zu heiß wird, schaut man immer so ein bisschen, was passiert bei 50, 60, 70, 80 Grad Ansauglufttemperaturen. In dem Endeffekt passiert es auch, dass die Dinger sofort anfangen, Zündung zurückzunehmen. Das heißt, ja, Zündung zurücknehmen, damit der eben nicht so viel Temperatur aufbauen kann. Ich weiß nicht, wie ich das gut erklären kann, ohne dass das irgendwie zu wild wird. Aber grundsätzlich, hohe Ansauglufttemperaturen sind scheiße, die wollen wir nicht. Deswegen großer Ladeluftkühler. Kälte Ansauglufttemperatur, gleich mehr Leistung. Kennt viele vielleicht vom Roller damals, wenn ihr im Winter oder bei kalten Temperaturen gefahren seid. Das Ding hat auf einmal, ja, hätte fast ein Wheelie machen können. Und wenn das dann richtig heiß, 30 Grad Außentemperatur, ja, gefühlt Hälfte an Leistung. Passiert bei Autos. Ist ja aber heute eigentlich auch so. Wenn du jetzt im Sommer bei 30 Grad durchgejuggelst und das fällt. Natürlich, klar. Aber meistens bei den neuen Autos merkst du es nicht, weil die so hart kompensieren, weil die so viele Kennfelder haben, um das auszugleichen. Deswegen sind ja auch Sachen wie Softwareoptimierung im Anführungsstrichen so einfach, in Anführungsstrichen, weil Autos sind ja so hart in den Kennfeldern geschrieben, dass sie in der Sahara fahren könnten, die könnten dann in der Antarktis fahren. Das ist ein gesunder Mittelwert, wo er immer funktioniert. Und wenn man jetzt über Kennfeld kommt oder Softwareoptimierung in dem Fall, reizt man diese ganzen Sachen ein bisschen mehr aus, wobei man aber natürlich den Kompromiss hat, dass wenn man dann mal in die Sahara fährt mit dem Ding, was da wahrscheinlich nicht passieren wird, wenn man dann dahin fährt, dass du dann merken würdest, okay, jetzt hat er weniger Leistung. Genau aus diesen Gründen, weil der eben Ansaugluftemperaturen und so weiter und so fort. Das können wir vielleicht dann nochmal durchgehen, wir wollen das Video auch nicht sprengen. Zurück zum Kit. Nomi, erklär mal ganz kurz, was ist das für ein Kit? Das ist ein IROS Motorsport IMS 850 Kit. Das habe ich gekauft von dem Ole Ebner von PPH. Die hatten das vorher in einem Golf 7R. Der hatte einen Motorsport, der hatte einen 2,5er drin. Und da ist leider auf die Frischluftseite, also das Kit ist an sich nie gelaufen auf der Straße, es war nur im Stand an, ist leider was in die Frischluftseite rein, ja, hat die Turbine beschädigt, alles auseinander, wurde neu gemacht. Und dann hatten die, glaube ich, auch auf ein anderes Kit umgebaut und dann stand das damit zum Verkauf. Und ja, jetzt im Nachhinein ist leider das Kit für meine Sachen, wo ich das Auto für nutze, eigentlich echt zu groß, muss man leider sagen. Also
Laut Angabe müssten sogar 900 PS gehen, wenn nicht sogar ein Ticken mehr. Was aber auch ja, für die Straße einfach zu viel ist. Ich sag mal, so ein Ding kannst du bestimmt gut mit 600, knapp 700 echt gut bewegen. Mhm. Aber darüber fängt das ja auch an mit Sprit. Die meisten bauen dann bei den Motoren auf 10 Anspritzdüsen um. Ah, das kostet auch natürlich ja, immens viel Geld bei den Motoren. Zwei, ne? Anspritzgalerie und so weiter. Ne? Ja. Ich finde das klasse am Lader, haben wir gerade eben schon kurz drüber gesprochen. Die Rumpfgruppe hier ist eine Billet-Gruppe, alles von Tial, also bis auf die Verdichtere des Zona, das ist ein Zona-Lader, amerikanisch, habe ich gerade auch was gelernt. Billet-Rumpfgruppe von Tial, Abgasseite, internes Wastegate auch Tial. Sieht sehr robust aus an sich. Was ja eigentlich recht untypisch ist, dass da ein internes Wastegate drin ist. Genau. Für die Größe in Tola. Ja, richtig, ja. Genau. Also vom Ding her, ich finde es cool so, wie es aussieht, weil es sehr technisch oder sehr robust aussieht. Also ist nichts geschönt an so einem Lader irgendwie oder hübsch gemacht fürs Auge. Schon, klar, ist alles gut, alles super verschweißt. Aber was viele vergessen, also ich habe auch mit so einem Lader gar keine Erfahrung, aber diese Dinge, ich glaube, ich kann es nicht mal mit Garrett vergleichen, die halten so viel aus, die Lader. Das haben wir allerdings auch gehört, das war Late Night. Late Night, die Sachen, also zur Zeit das Nonplus Ultra, glaube ich, von den, ich will nicht zu viel sagen, aber sind ja. Diese Lader, ne? Ist im Vergleich zum Garrett Kit, GTX, haben wir gerade gesagt, auch teurer. Nicht viel, darf man dazu auch nicht sagen. Es sind so 500 Euro bis 600, sag ich mal, für das ganze Kit. Gerade bei einem Tausender, wie es... Ja, genau, dann kommen mal Kleinteile. Ja, gut, Rumpfgruppe, Öl-Wasser gekühlt, internes Wastegate, Verdichterseite ist männlich, sieht gut aus. Ja. Downpipe, gut, sollen wir das erklären? Ich glaube, wir wollen das Video nicht sprengen. Wenn es dazu wirklich Fragen gibt oder ihr sagt, Mensch, erklärt uns mal Funktionsweisen Downpipe, Funktionsweise Rohrkrümmer. Rohrkrümmer sieht man hier mal ganz kurz nur. Ein Rohrkrümmer heißt er, weil jeder Zylinder ein eigengeführtes Rohr hat, was in der Länge, bemessen, gelitert, dieselbe Länge haben muss. Ihr kennt es mit Sicherheit aus manch anderen Videos, aus der Szene, sag ich mal, wo sie es testen. Hier vorne Luft reinzupusten und auf der anderen Seite ein Feuerzeug vorzuhalten, wo er saugt. Wenn er es nicht macht, dann sind die Rohrlängen nicht gleich lang. Und das ist natürlich wieder kontraproduktiv. Das kann man alles nochmal in anderen Videos erklären. Wir wollen es nicht sprengen. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, dann sagt Bescheid. Das ist auf jeden Fall der Soundmacher. Ja, das ist ja, das kann man ja ganz kurz nochmal anschneiden, so ein Fünfzylinder in der Baureihe, sag ich mal, bevor jetzt der 8V mit dem DASA-Motor kommt. Also ich bin ja auch momentan so ein bisschen und freue mich mit dem RS3-Thema an. Ich habe mir auch schon angeguckt, davon mal abgesehen. Ja, also bis 16 sind die baugleich fast, die Motoren. Ja, genau. Da haben die ja ab 16 angefangen, dass das einen neuen Motortyp gab. Aber bis dato haben die ja Probleme mit Ringstickbrüchen. Fleißig, das Auto ist wieder zusammen. Ich denke mal,
werden jetzt ein bisschen Soundakustik machen. Ihr kennt ihn ja optisch schon, dann machen wir trotzdem noch einen kleinen Porn-Gitter, würde ich sagen. Und ja, vielen Dank an Nomi, dass er heute mal wieder dabei war und sich bereit erklärt hat, seine Ahnung zu zeigen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, sagt immer gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr mehr von unseren Umbauten sehen wollt, genau in die Richtung hier, dann gerne Abo da lassen. Es kommt jetzt demnächst was für Nomi sein und auch für T-Sign. Ja, ich würde sagen, achtet ein bisschen auf den Innenraum. Nomi hat hier ein bisschen was beledern lassen, neue Nähte.